Ja, es ist so, wir verbringen den Großteil unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen, ist zu Hause oder in der Arbeit. Und mir persönlich war in dieser Entscheidung auch wichtig, dass ich mir selber ein gesundes Zuhause, wo man sich wohlfühlt, wo man von dem Lärm und der Hektik der Zeit ein bisschen abgeschottet ist. Und ich muss sagen, mit diesem Zuhause habe ich das zu 100% gefunden. Und ich denke mir, dass auch toll ist in meiner Arbeit da als Umweltmedizinerin und PR- und Marketingbereich in der Immobilien- und in der Bauträgerfirma, dass ich dort auch Bewusstsein schaffen kann und auch Wohnraum für andere Menschen ermöglichen kann. Holz ist derzeit einer der beliebtesten Baustoffe überhaupt. Und das liegt nicht nur daran, dass es mit ihm wahnsinnig gemütlich und behaglich ist, sondern vor allem, weil er wahnsinnig gesund ist. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Green Living, dem nachhaltigen Wohnmagazin der Salzburg AG. Mein heutiger Gast hat eine ganz besondere Beziehung zum Wald. Sie ist nämlich einerseits Jägerin, ist auch Ärztin, aber sie ist auch in der Immobilienbranche. Hallo Christine, grüß dich. Hallo Lydia. Du hast ein schönes Platzl für uns ausgesucht. Ja, ich hab mir gedacht, das passt genau, dass wir uns da heute treffen. Du, jetzt bin ich aber echt gespannt. Jägerin, Ärztin und in der Immobilienbranche, wie ist es dazu gekommen? Ja, also der Wald und das Jagen, das ist mir wirklich in die Wiege gelegt worden, muss ich sagen. Meine Eltern waren schon immer früh auf der Jagd und dann auch durch das Familienunternehmen. Der Papa hat einen Holzhandel gegründet in die 70er Jahren und dann haben sie gemeinsam ein Sägewerk geführt. Und so war ich eigentlich von klein auf immer mit Wald und mit Holz praktisch konfrontiert. Ich habe dann durch ein persönliches Erlebnis den Beruf zur Ärztin gewählt und der mir auch sehr Spaß macht. Ich bin Neurologin im Krankenhaus Schwarzach. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich das Diplom Umweltmedizin mache. Da ist die Baubiologie ein Teil davon und das hat mich besonders interessiert. Und dann natürlich der Baustoff Holz. Und jetzt in meiner Tätigkeit als Gesellschafterin in der Bauträgerfirma kann ich mich da einbringen, kann Aufklärungsarbeit machen und kann Bewusstsein schaffen und das ist eine große Freude. Ein großer Teil ist da ja auch das gesunde Wohnen, wie man sagt, aber in was für einem Haus wohnt man denn jetzt wirklich am gesündesten? So pauschal kann man es glaube ich nicht sagen, aber Holz ist sicher für uns Menschen einer der gesündesten Baustoffe, vor allem wenn er natürlich zur Anwendung kommt. Es gibt mittlerweile zahlreiche Untersuchungen, unter anderem ist auch in Österreich eine Studie gemacht worden mit Schülern und da hat man messen können, dass der Blutdruck sinkt, Herzfrequenz eingespart wird und dass sich das sehr positiv auf die Konzentration auswirkt. Und besonders spannend finde ich als Neurologin ist, dass man Untersuchungen gezeigt haben, dass Demenz vorbeugend ist. Wie gesundes Wohnen aussehen kann, das sehen wir uns jetzt in Christines Eigentumswohnung an. Diese befindet sich im Ortszentrum von Niedernsill und ist eine Massivholzwohnung. Und hier geht's gleich mit einem ganz besonderen Lift ins Untergeschoss. Ja, das ist ganz was Besonderes, weil wir haben da nämlich eine Zirbenschalung. Im Lift? Dann riecht man gleich schon das angenehme Holz. Bitte einsteigen. Das ist ja super. Da wird gleich unser Blutdruck runtergehen. Ah, da macht's gut.
wunderschön hast du das, Christine. Man merkt wirklich, wenn man reingeht, man kann durchatmen und es spürt sich gleich so weich und angenehm an. Wie lange wohnst denn du schon in der Wohnung? Ja, danke. Also mir geht es auch immer so, wenn ich reingehe, dass ich mir denke, wow, es ist so angenehm und vor allem es riecht so gut nach Holz. Ich wohne jetzt da seit 2016, 2017 und ja, mittlerweile mit meinem Partner, der auch Holz und Medizin im Blut hat, sage ich mal. Und es macht uns beide sehr viel Spaß da. Auf wie viel Quadratmeter wohnst du da oder ihr? Ja, wir wohnen da 84 Quadratmeter mit eben dieser großen Wohnküche. Und was das Besondere ist, ist der große Garten, den wir da nutzen können, mit unseren Hochbeete und mit unseren Blumen. Und ja, es fühlt sich fast an, wie wenn man in einem Haus wohnt. Ganz angenehm. Von den Materialien jetzt im Küchenwohnbereich, was war dir da besonders wichtig? Also hier im Wohnbereich sehen wir, wir haben immer die Holzdecke. Alle unsere Siegeswohnbauten sind mit einer massiven Holzsichtdecke. Und ich habe mir dann gedacht, nein, ich möchte es weiterspinnen. Mir ist das an der Decke alleine zu wenig. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich eine Tannenbaumwohnung mache. Das heißt, auch die Wände sind mit Tannenschalung ausgeführt und auch der Boden. Das ist ein Dielenboden, ein gebürsteter, weil die Tanne an und für sich schon eher weiches Holz ist, jetzt als Boden nicht unbedingt geeignet. Aber für mich war das total in Ordnung, weil ich mir denke, wir Menschen haben ja Ecken und Kanten und so darf auch der Boden einmal irgendwo seine Spuren zeigen. Gibt es einen speziellen Grund, warum du dich für die Tanne entschieden hast? Ja, ich habe mich deshalb für die Tanne entschieden, weil es ein sehr ruhiges Holz ist und von der Maserung und auch von der Farbe her super mit der Fichte zu kombinieren ist. Und das war mir wichtig, dass das eher ruhig bleibt und nicht so zu lebendig ist. Und ich finde die Tanne jedes Mal wieder, freue mich sehr und alle, die zu uns auf Besuch kommen oder auch Interessenten, sind begeistert von der Tanne. Und ich weiß, dass mittlerweile schon hier und da in den Wohnzimmer die Tanne Einzug gehalten hat. Und das freut mich ganz besonders. Für die Herstellung der Massivholzmauer wird das Rundholz der umliegenden Waldbauern ins wenige Gehminuten entfernte Sägewerk von Bruder Josef Meisnitzer geliefert. Und das schaue ich mir jetzt an. Also man sieht jetzt die Dimensionen, die Durchmesser sind jetzt da schon viel kleiner als wir da hinten. Das heißt, das ist jetzt ein schwaches Holz. Das wird aber teilweise über den eigenen Holzhandel überhandelt. Das heißt, es geht dann weiter zu anderen Sägewerken oder zu anderen Weiterverarbeitern. Weil wir eben nicht jeden Durchmesser schneiden können. Aufgrund dessen, weil wir eine Bandsagentechnik haben. Das heißt, mit einer Bandsagenlinie macht es nicht viel Sinn, kleine Bäume zu schneiden. Das ist dann eher wieder ausgelegt für andere Einschnittkapazitäten, zum Beispiel oder wie eine Spannerlinien oder sowas. Okay. Im Umweltplatz wird vermessen, übernommen, die Qualität bestimmt und das Holz sortiert. Bei der Anlage ist es so, dass da in Wahrheit das Holz entrindet wird, okay, weil es wird in Rinde angeliefert, aber ohne Rinde vermessen oder beziehungsweise abgerechnet, wird dann auch gekappt, das heißt, man tut die Schnittflächen links und rechts absägen, sodass man die schöne Qualität da hat und kann dann aber auch das Holz besser qualifizieren. Das heißt, man sieht das Holz dann schöner, weil man die Qualität dann besser bestimmen kann. In weiterer Folge passiert auch, wird da auch zum Beispiel in Form von, muss man so sagen, von Elektromagneten, wird das Holz durchleuchtet und geschaut, ob da Fremdkörper, Eisen oder was drinnen ist, weil bei einem Sägeblatt und Eisen das passt nicht ganz so gut zusammen. Kommt es oft vor, dass irgendwelche metallischen Gegenstände drinnen sind? Durchaus schon. Ja, es gibt eigentlich, weil die Bäume ja relativ alt sind, es gibt Gebiete zum Beispiel, wo man weiß, vom Weltkrieg her, wo relativ viele Bomben abgeworfen sind. Dann sind da sehr viele Bombensplitter drinnen. Aber auch Jager, Almgebiet, Zaun. Also man hat da alle Annehmlichkeiten, was man finden kann. Gell? Nach der Vermessung geht's für das Holz dann sortiert ins Bandsägewerk. We'll be right back.
Im Bandsägewerk läuft alles vollautomatisch ab. Da werden sie dann vereinzelt, gell, und werden vorbereitet eben für die Trocknung. Weil es werden alle Bretter werden technisch getrocknet bei uns in der Kammer. Das heißt, da folgt da sozusagen eine Schädlingsbehandlung. Das heißt, es ist auch so, dass man ab 55 Grad sowas bindet sich das Eiweiß im Holz drin. Das heißt, dann ist es auch für die Schädlinge nicht mehr so interessant. Man tut es auch teilweise bis über 70 Grad aufheizen, dann hat man eine Schädlingsbehandlung auch automatisch drin. Sägenebenprodukte und Abschnitte aus der Massivholzmauerproduktion werden im eigenen Biomasseheizwerk verwendet. Die erzeugte Wärme wird dann in Form von Heißwasser über das Wärmenetz an Abnehmer in der Region geliefert. Für die fertige Massivholzmauer kommt in der Produktionshalle der Nagelroboter zum Einsatz. Hier werden die Bretter kreuzweise komplett leimfrei vernagelt. Und fertig ist die Massivholzmauer. Zurück in Christines Wohnung schauen wir uns gemeinsam den Wohn-Ess-Bereich an. Vielleicht schauen wir kurz rüber. Also was mir da wichtig war, dass man natürliche Materialien weiterverfolgt im Innenbereich. Und da habe ich einen Lodenstoff gewählt. Die Kissen sind auch mit Naturmaterialien ausgeführt. Diese Holzsessel, die sind vom Flohmarkt aus Innsbruck. Das sind so richtig alte Bauernsessel, gell? Das sind alte, die hat der liebe Freund dann restauriert für mich. Und ja, also mir war wichtig, irgendwie eine angenehme Ecke, wo man beieinander sitzt. Und auch dieser Fichtentisch dazu. Auch da drüben der Abstellbereich, wo man Sachen abstellen kann, vorbereiten zum Kochen. Einfach, es ist einfach, aber gemütlich und zweckmäßig, würde ich sagen. Und in der Küche, die wirst du wahrscheinlich auch selber ausgesucht haben, oder? Ja, also die Küche habe ich auch selber ausgesucht, ja. Und da war mir wichtig, dass es eine helle Küche ist. Ich habe mich dann für eine weiße Küche entschieden, weil da einfach mehr Licht noch im Raum ist. Auch die hellen Leinenvorhänge dazu, habe ich mir gedacht, irgendwie wirkt harmonisch und ich bin immer noch sehr zufrieden mit meiner Wahl, muss ich sagen. Ja, es macht es gleich viel heller und freundlicher als von der Beleuchtung her. Was war da so? Du hast ja Spots, gell? Genau, die sind so Aufbauspots, nennt man die. Da war mir eben wichtig, dass die Kochinsel entsprechend beleuchtet ist, weil man ist gerne in der Küche und bereitet vor. Das war mir da sehr wichtig. Das heißt, du kochst da gerne, oder? Ich koche auch gerne, ja, genau. Und genau, und eben diese gemütlichen Wandleuchten, die machen vor allem am Abend auch nochmal ganz ein angenehmes Ambiente mit der Holzschalung im Hintergrund. So Lydia, jetzt schauen wir auf die Terrasse. Ah, da habt ihr auch den Holzboden, genau, gell? Das ist ein Lärchenboden, natürlich verwittert. Was ganz fein ist beim Terrassenbereich, ist einmal diese geschützte Zone, wo die großzügigen Balkone drüber gehen. Da hat man einen super Sonnen- und Regenschutz, je nachdem. Super. Was auch ganz angenehm ist, ist da die Lärchenschalung, was wir da im Eckbereich haben. Und genau. Ja, die Schindel, die machen es natürlich auch, gell? Ja, das macht was her. Das passt einfach bei uns in die Gegend, finde ich ganz gut. Total eine nette Sitzecke habt ihr da. Genau, die haben wir uns heuer im Sommer gebaut. Und du hast was erzählt von Hochbeeten. Wo sind die? Die Hochbeete, die haben wir da hinten platziert. Ah. Da wuchert es auch schon da drinnen. Da haben wir Salat, Kohlrabi. Alles genau. Da, was man braucht. Alles, was man braucht, genau. Na, das macht viel Spaß. Und gibt der Wohnung schon irgendwo einen Hauscharakter, wenn man durch einen Garten dabei hat, den man auch schön nutzen kann. Gut, Lydia, dann schauen wir rein. Schauen wir mal ins Badezimmer. Mal da bitte rüber. Ein wunderschönes Bad hast du. Was war dir denn da wichtig? Man sieht da wieder der Holzboden. Genau, also da habe ich auch den Boden durchgezogen, den Tannenboden.
Und weil man kann Holz genauso im Badebereich einsetzen, das war mir auch wichtig, auch das zu zeigen. Holz hat die Fähigkeit, dass Feuchtigkeit aufnimmt und das kommt da dann super zum Tragen. Und natürlich, wenn man jetzt richtig ganz viel Wasser ist, dann wischt man halt einmal mit dem Fetzen drüber, aber es ist überhaupt kein Problem. Und wenn man dann barfuß geht, ist immer eine feine, angenehme Temperatur. Und durch das, dass der Boden gebürstet ist, hat er auch so eine Struktur, die sich nochmal angenehm auf den Fuß auswirkt. So, jetzt sind wir da im Schlafzimmerbereich. Da ist natürlich ein Zirbenbett drin. Ich wollte gerade sagen, und es riecht gut. Ja, und das hat mir ein lieber Mitarbeiter, langjähriger von uns, gemacht. Und ja, es riecht immer gut. Auch der Lattenrost sind einfach Zirbenbretter und funktioniert und man schläft gut. Und auch die Tannenschalung wieder. Also auch gesundes Schlafen. Gesundes Schlafen, genau. Das ist, da verbringen wir ja so viel Zeit. Gut, dann schauen wir, das ist jetzt der Garderobenbereich. Wenn man von der Wohnungstür reinkommt, das letzte Stück ist dieser alte Kasten. Ja, ich finde, der passt super rein. Genau, und ist ein super Stauraum für Schuhe. Was wir immer gut brauchen können. Genau. So, wenn wir da reinschauen, das ist jetzt mein kleines Homeoffice. Das Homeoffice. Genau. Mit allen Sachen vereint, die zu dir passen. Stimmt, ja, genau. Da darf man nicht so genau schauen, das ist ein bisschen ein Durcheinander, aber naja. Die Couch, die schaut auch besonders aus. Die Couch, das ist wirklich ein besonderes Familienstück. Das hat meine Großtante, hat die Couch. Ist wirklich, genau, also das ist nicht auf alt gemacht, sondern sie ist tatsächlich alt. Ja, aus Wien. Schaut lässig aus, passt super rein. Ja, passt auch gut. Okay, das heißt, da ist dann dein Arbeitsplatz, oder? Genau, da ist mein Arbeitsplatz. Da kann ich super mit Internet arbeiten von zu Hause aus. Natürlich von der Salzburg AG, muss man in diesem Rahmen auch erwähnen. Ja, und ich würde sagen, vielleicht sitzen wir uns mal ein bisschen in die Küche. Sehr gerne. Christine, wunderschön ist deine Wohnung. Wie wird sie denn jetzt geheizt? Also geheizt wird da mit Fernwärme vom Sägewerk. Erfreulicherweise haben wir eh nicht so einen hohen Heizwärmebedarf, Gott sei Dank, weil wir einfach so massive Außenwände haben. Holz ist ein schlechter Wärmeleiter, sodass man die Temperatur im Haus sehr lange immer konstant halten kann. Das ist ein großer Vorteil. Und am Dach haben wir eine 25 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage. Christine, nachdem gesundes Wohnen ja genau dein Thema ist, du wohnst seit 2016 da. Was sind denn jetzt die Erfahrungswerte? Wohnst du hier gesund? Ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Man fühlt sich heimelig, man hat immer ein ausgeglichenes Raumgefühl und das merkt man vor allem auch in den Übergangszeiten, wo noch nicht so geheizt wird, wo es oft zu Hause bei den Eltern im Ziegelbau eher zugig und kalt ist und da merkt man einfach, dass das wirklich sehr angenehm ist. Insgesamt muss ich sagen, ich bin selber sehr gerne im Wald und bewege mich da und ich freue mich auch sehr, dass ich mit dieser Investition in diese Immobilie auch im Wald seinen Wert auch zurückgeben habe können und da bin ich sehr dankbar und mir ist auch wichtig, dass ich irgendwie Bewusstsein schaffen kann, dass wir alle Menschen uns nicht täglich für eine Holzwohnung entscheiden, aber in unseren täglichen Konsumentscheidungen sehr oft für Holzprodukte entscheiden können. Und das, finde ich, das sollen einfach viele Menschen nützen, weil wir haben so ein Glück in Österreich, dass wir mit so einem Wald und mit so einer tollen Natur beschenkt sind. Und das ist mir ganz wichtig, muss ich sagen. Ja.
Ja, wahnsinnig gesund, nachhaltig und energieeffizient. Das war die Wohnung von der Christine Meisnitzer hier in Niedernsill. Wenn ihr euch für diese Themen interessiert, dann klickt einfach auf www.salzburg-ag.at. Mehr von Green Living gibt's hier oben. Wir freuen uns natürlich auch über ein Abo oder ein Like.